auch in den Heimtrikots, nämlich in den weißen Shirts, roten Hosen und roten Stutzen. Eddie Gustafsson, der Torhüter, ganz in Rot gehalten. Und Helge Payer, sein Gegenüber, ganz in Hellblau. Es geht los in diesem Moment. Steffen Hoffmann, der Kapitän, beim Anstoß und gleich in die Innenverteidigung zu Jürgen Patuka befördert, der auf die linke Seite schlägt. Auf Höhe der Mittellinie jetzt Rapid weiterhin am Ball, aber jetzt kann Salzburg geschickt stören und er kämpft sich einen Einwurf genau auf Höhe der Mittellinie auf der rechten Seite. Einwurf erfolgt und Salzburg verliert den Ball, kriegt ihn aber sofort wieder zurück, aber kann den Ball auch nicht unter Kontrolle bringen. Und so die Grün-Weißen mit der ersten Offensivaktion über die linke Seite. Rapid bereits auf Höhe des Strafraums, Flanke in den Strafraum und die ist nicht schlecht. Steffen Hoffmann ans Außennetz, da kommt der Rapid, Kapitän und Regisseur auf der rechten Seite im Strafraum an den Ball. Die Flanke war nicht schlecht und im Endeffekt landet der Ball dann im Außennetz. Eddie Gustafsson beim Abstoß. Sonnleitner zu Patuka, die beiden haben heuer im Cup schon zweimal gemeinsam die grün-weiße Innenverteidigung gebildet in den ersten beiden Runden. Jetzt auch in der Liga gegen Salzburg. Nächster Schuss und die Führung, die schnelle Führung für Rapid. Keine Reaktion von Gustafsson. Und nicht einmal 5 Minuten sind gespielt und der perfekte grün-weiße Start in diesen Schlager. Viel zu viel Platz für Katzer, der da ganz allein am 16er die Zeit hat, den Ball anzunehmen. Und Gustafsson, ja, dem ist die Sicht verdeckt. Und dann hat überhaupt keine Chance mehr gegen den Schuss von Katzer, der wieder einmal trifft nach über einem Jahr Pause. Burgstaller, noch immer Burgstaller. Und er und die Fans reklamieren hier, aber ich glaube, die Entscheidung von Schiedsrichter Gangl hier weiterspielen zu lassen war richtig. Und wieder getroffen von Schiemer. Na doch. Burgstall hat den Ball gespielt und wird dann getroffen. Leonardo schwach bis jetzt. Und da gibt es die gelbe Karte für Ulmer. Nach etwas mehr als 22 Minuten, der da die Hand nicht weglassen wollte. War das einzige Mittel für ihn in dieser Situation, Trimmel irgendwie zu stoppen. Er bekommt gelb und Rapid den Freistoß. Der Ball ist frei und der Ball ist im Tor. Helge Payer erregt beim Schiedsrichter, aber der Treffer zählt. Es steht 1:0. Roman Wallner hat den Ausgleich gemacht. Und die gelbe Karte für Helge Payer gibt es hinten nach. Aus dem Nichts gelingt den Salzburgern hier eigentlich völlig überraschend der Ausgleich. Er hat den Ball nicht, auch nicht einmal annähernd unter Kontrolle gehabt. Er wurde gestört, bedrängt, irritiert von Wallner. Aber er hat ihn nicht. Und Wallner stochert den Ball ins Tor. Hoffmann, starker Zweikampf gegen Schiemer. Herr Burgstall ist abseits, den kann er nicht anspielen. Und er hat das selbst probieren müssen. Er hat, glaube ich, ein bisschen zu lang gewartet mit dem Pass und dann eben die Abseitsstellung von Burgstaller. Thank you.
Tarzan beratschlagen. Rapid hat erst ein Tor nach einem Freistoß erzielt bisher. Allerdings hier eine super Variante! Eine großartige Freistoßvariante, die die Führung für Rapid bringt. Und daher ist die Freude riesengroß. Gemeinsam mit dem Trainerteam wird die perfekte Ausführung dieser einstudierten Variante bejubelt. 2:1 nach etwas mehr als einer halben Stunde. Da hat einfach alles gepasst. Burgstaller löst sich auch im richtigen Moment. Und schließt dann auch noch perfekt ab. 4, 4, 4. Sehr schöner Führer Hoffmann. Grazer. Was führt ihr auf? Das völlig verunsichert die Salzburger. Ulmer und Gustafsson bringen ihre Mannschaft in höchste Not, in höchste Schwierigkeiten. Das sind Bilder, Aktion von außen Richtung Mayhofer, aber zu kurz. Aber noch einmal die Salzburger. Und Mayhofer! Und der Ball kullert in Richtung Rapid-Torlinie, aber eben nicht. Das ist viel zu einfach, so darf das nicht gehen! So, ein Salzburger verletzt im eigenen Strafraum. Schiedsrichter hat es noch nicht gesehen. Rapidler spielen weiter. Gustafsson. Und der wirft den Ball einmal ins Out, um das Spiel zu unterbrechen. Schiemer. Pass an den Inferior. Trimmel kann den Stangelpass von Burgstaller dann nicht. Der Ball ist gut für Steffen Hoffmann. Pass an den weit weg, noch immer Hoffmann. Super aufgespielt. Perfekte Vorarbeit von Steffen Hoffmann. Und Burgstaller belohnt sich auch für eine gute Leistung in dieser Partie. Rapid erhöht auf 3:1. Wo steht hier Parsanen? Hoffmann ganz allein, auch Sekaya kommt an, zu spät. Also ich verstehe es nicht, der hat doch in der finnischen Nationalmannschaft zuletzt zweimal gespielt, also dessen Erfahrung ist auch daheim irgendwie noch gefragt, aber der irrt ja völlig planlos hier umher. Salzburger Defensive ist weit weg vom Niveau, das man braucht, um in der österreichischen Bundesliga dann in den oberen Bereichen mitzuhalten. Burgstaller trifft. Rapidler sind nach wie vor spritziger, nach wie vor schneller, willensstärker und führen 4:1. Ha! Die Frage nach dem Mann des Spiels braucht man nicht mehr stellen, auch wenn die Antwort vielleicht ein bisschen unfair ist. Er ist halt der Mann, der die Tore gemacht hat. Guido Burgstaller, dreifacher Torschütze gegen Red Bull Salzburg. Eine Mannschaft, die nach zwischenzeitlichem Hoch jetzt auseinanderbricht.
wieder wird der Ball im Mittelfeld gewonnen. 2-3 schnelle Pässe, viel Platz. In diesem Fall für Burgstaller keine Chance für Gustav Sonnenschlagen. Jetzt dürfte man, wie es scheint, zum fünften Mal in Folge auswärts verlieren. Und die Rapidler kassieren noch ein Tor. Peier wird in der Luft attackiert, aber kein Foul. Salzburg macht ein zweites Tor hier. Stefan Meyerhofer hat seine Einwechslung mehr als nur gerechtfertigt. Der Mann, der für Einsatzwille, für Leidenschaft, für Kampfgeist steht, ist ein bisschen früher dran als Peier. Und dann belohnt sich Meyerhofer und macht den zweiten Salzburger Treffer. Gibt den Salzburger und den Fans noch einmal Hoffnung. Da haben sie die Rapidler auch. Und Peier, super Reflex, verhindert hier den dritten Treffer der Salzburger. Und es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Sekeier und Peier kann den Ball noch vor der Linie wegschlagen. Ganz alleine Ibrahim Sekeier, das wäre was gewesen. Ende November 2004, als es 8 Partien ohne Sieg gegeben hat in Salzburg. Und das ist der Schlusspfiff, den die Rapid-Fans bejubeln dürfen. Ein 4:2, das die Rapidler vor allem aufgrund einer großartigen ersten Hälfte sich hier erarbeiten, erspielen konnten, aber auch in der zweiten Hälfte hat man eigentlich alles im Großen und Ganzen unter Kontrolle gehabt, auch wenn die Salzburger hier ein zweites und fast ein drittes Tor erzielt haben. Der Sieg geht in Ordnung. Rapid kann 3 wichtige Punkte machen und er ist der Mann, der Torschütze des Nachmittags, Guido Burgstaller, mit 3 Treffern heute gegen Eddie Gustafsson. Er darf sich feiern lassen, ihm darf man gratulieren, wie der gesamten Rapid-Mannschaft, die wirklich ein tolles Spiel heute hier gezeigt hat. Und ich sage es noch einmal, mehr als nur verdient, Roman Wallner und die Salzburger mit 4:2 geschlagen hat.